lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der aventurischen Geschichtsstunde. Heute sind wir wieder in voller Besetzung da. Heute sind wir die Christina. Hallo Christina. Hallo. Dann wieder der David. Hallo David. Hallo in die Runde. Und natürlich der Raphael. Hallo Raphael. Hallo ihr alle. So, und bevor wir jetzt so loslegen, haben wir ein so kurze Thema vorm Thema. Wir haben nur kurz einmal, ich habe mal nachgefragt, aber es gibt im Moment nichts Neues zu berichten zum Thema Schreiben. Mal schauen, ob sich da vielleicht bis zur nächsten Aufzeichnung etwas ändert. Aber wir haben was ganz Neues, und zwar die das aventurische Allerlei. Und Christina, was ist denn das? Ein kurzer Abriss zu verschiedenen Themen, die uns interessieren oder worauf wir gestoßen sind, quer durch Aventurien. Immer so ein paar Minuten vorneweg als Start, um nicht gleich mit der harten Geschichte anzufangen. Genau. Und dann legen wir doch auch direkt gleich los. Mhm. Das aventurische Allerlei führt uns heute in den Kosch. Hier ranken sich viele Sagen und Legenden um einen Berggeist, der angeblich in den Koschbergen sein Unwesen treibt. Die Rede ist vom Rabatzmann. Seine Herkunft ist geheimnisumwoben und es gibt viele Geschichten, die seine Existenz erklären. Einige von ihnen besagen, dass er ein uralter Geist ist, der seit Jahrhunderten in den Bergen lebt, das Wetter beherrscht und die Menschen neckt und verwirrt. Das Handeln dieses Hangteufels, wie er oft auch genannt wird, ist unergründlich. Mal ist er eine furchterregende Naturgewalt, ein anderes Mal unerwartete Hilfe in der Not. Seinen Namen hört man immer dann, wenn ein Kalb tot oder mit Fehlbildungen zur Welt kommt, eine unverheiratete Frau schwanger wird oder der Greifenpass im Winter wieder einmal zugeschüttet wurde. Zu späterer, auf Bier getränkter Stunde wird in den Koscher Tavernen erzählt, dass der Rabatzmann einst einen ganzen Weiher austrank und das Wasser anschließend in den Zauberbaum der Kobolde spuckte, es rache für deren kleine Zauberstreiche. Die Kobolde sind dabei ertrunken und der Kosch daher weitestgehend von ihnen verschont geblieben. Der Rabatzmann wird also als eine Art Schutzgeist angesehen, der sowohl Gutes als auch Schlechtes bewirken kann. Auch unter den Zwergen ist er bekannt. Sie nennen ihn wegen des Lärms, den er verursacht, Meister Rabatz. Egal also, ob Mensch oder Zwerg, in den Koschbergen glaubt man fest an seine Existenz und es hat sich eine Art Glaube oder Aberglaube, wie auch immer man es sehen möchte, um ihn gebildet. Es gibt unzählige Rituale und Bräuche, die darauf abzielen, den Rabatzmann zu besänftigen und seinen Zorn zu vermeiden. Die Beschreibung seines Aussehens von angeblichen Augenzeugen sind vielfältig und widersprüchlich. In der geläufigsten wird er als großer, breitschultriger Mann mit wallendem Bart und wogendem Haar beschrieben. Sein Blick soll Feuer sprühen, seine Stimme Berge erzittern lassen. Er kann mit bloßen Händen Bäume entwurzeln und reitet auf einem riesigen Bock durch die Schluchten der Koschberge, wo man sein Geheul im Wind vernehmen kann. Das irdische Pendant zum Rabatzmann ist der in Schlesien beheimatete Rübezahl. Die Geschichten um den Rabatzmann haben eine reichhaltige und vielfältige Erzähltradition. Und wer weiß, vielleicht beeinflusst er ja auch euer Schicksal beim nächsten Abenteuer in den Koschbergen. Ich finde schon den Namen grandios, Rabatzmann. Ja, okay. Ja, danke. Gerne. Ja, das war unser neues Segment. Und bevor wir jetzt zum 11. Zeitalter kommen, noch der kleine Ausblick. Das nächste Mal ist jemand anderes dran, der sich schon freiwillig gemeldet hat und jetzt nickt. Bitte, bitte. Genau, wir hatten das schon mal ganz am Anfang mal geplant, aber irgendwie bis jetzt nicht umgesetzt. Aber jetzt, da Christine da ist, hat sie gesagt, hier komm, das müssen wir jetzt machen. Deswegen danke, dass du das aufgebracht hast und vorbereitet hast. Und jetzt sind wir gespannt auf das nächste Mal. Ja, ich freue mich auch schon auf eure Beiträge. Gut, dann kommen wir zum 11. Zeitalter. Hier müssen wir, bevor wir loslegen, noch einmal grundsätzlich
klären, welches Zeitalter, also nicht welche, sondern wem gehört dieses Zeitalter. Die Kirchen der Zwölfe sagen eigentlich eher, dass es so der Elfen und Zwerge ist. Aber die haben ihre Hochzeit an sich ja schon fertig. Oder sind schon durch. Sie haben ja ihre großen Reiche verloren, gerade die Elfen, aber auch die Zwerge, die... Ja, den Zwergen darf man getrost sich fragen, ob sie jemals eine Hochzeit hatten. Wo ist der Kick? Kick-Bann hier. vielleicht kommt es ja noch im 12. Zeitalter, das Hochzeitalter der Zwerge, aber ich fürchte, dafür sind sie einfach nicht, waren es nie und werden es nie sein, dass sie genügend sind, um den ganzen Kontinent ja, zu beeinflussen. Da fällt mir in diesem Moment auf, interessant ist ja, dass das 11. Zeitalter ja auch nur für Aventurien gilt, mehr oder weniger. Was so auf den anderen Myranor und so ist, das ist ja fast schon egal, sage ich mal. Gut, wir sind ja natürlich auch die aventurische Geschichtsstunde, aber ich finde es interessant, dass auch nicht so viel bis jetzt auf die anderen Kontinente eingewirkt wurde oder vorkam. Gut, am Anfang war es halt alles mal groß und jetzt ist es einzeln, aber egal, wer da drüben herrscht, ist eigentlich egal, weil es geht hier um Aventurien. Genau, und unsere Schreiber, die diesen Eintrag geschrieben haben, sagen, okay, uns ist egal, was die anderen sagen, das sind die Menschen und bis jetzt hat keine Rasse mehr als ein Zeitalter bestimmt. Also ist die Frage, was mit dem 12. Zeitalter? Da haben wir noch, fürchte ich, sehr, sehr viele Geschichtsstunden vor uns, dann kommt, ob es nochmal die Menschen sind, so als erste Rasse, die ein Zweizeitalter prägen oder wo jemand anderes kommt. Gut, dann fangen wir an mit die Jahre 2020 bis 1737 vor Bosporansfall. Wie heißt es? Es geht um Rashtul und den Aufstieg der Menschen. Wer kann mir denn darüber was erzählen? Ich fange mal an und Raphael kann mich ja dann vielleicht ergänzen und ja auch. Ja, wir erinnern uns ja, das große Reich, das große Zeitalter der Echsen ist zu Ende gegangen. Das bedeutet nicht, dass alle Geschuppten verschwunden sind vom Kontinent, aber es ist doch so, dass sie ja viel an Macht und Einfluss verloren haben und auch nicht mehr ein großes Reich bilden, sondern eher viele kleinere Überbleibsel. Und in dieses Machtvakuum, das sich gebildet hat, da stößt jetzt das Volk der Menschen vor, das vorher in den vergangenen Zeitaltern eigentlich nie sehr viel zu Wege gebracht hat. Einfach weil sie nicht so zäh sind und stark wie die Zwerge, nicht so zauberkräftig wie die Elfen und auch nicht so diese Robustheit hatten der früheren Völker. Und trotzdem, obwohl sie durch die Verwüstungen in den Kamakotei, was ist die Mehrzahl von Kamakoteon, in den Umwälzungen der früheren Zeit öfter mal beinahe komplett ausgelöscht worden wären, haben die Menschen es immer geschafft zu überleben und ja, kehren jetzt zurück, lösen sich von dem Joch der Sklaverei, das ihnen einige exische Völker auch auferlegt hatten und kommen so aus diesen ganz entlegenen Gebieten oben im Gebirge, wo es den Echsen immer schon zu kalt war und anderen entlegenen Regionen und beginnen, ja, Siedlungen zu bauen, sich zu größeren Stämmen und Reichen zu vereinigen. Und es gibt ein wichtiges Ereignis, das findet so um das Jahr 2000 vor Bosporans Fall statt. Das ist eben das Erscheinen von Rashtul al-Shaik, der zu einem großen Anführer der Menschen wird. Einmal dadurch, dass er von großer Weisheit ist, so heißt es in der Historia, dass er die Leute beeindruckt durch das, was er sagt und dann aber auch durch seine magischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und ihm gelingt es, diese noch relativ verstreuten menschlichen Sippen zu vereinen, zu einer größeren Macht. Und er schmiedet außerdem ein Bündnis mit den Trollen und sucht dann auch die Konfrontation mit den Echsenvölkern. Und es gibt eine große Schlacht, auch um das, ja, so ungefähr 2000 Jahre vor Bosporans Fall, am Manadi-Fluss, in dem dieses Bündnis aus Menschen und Trollen siegreich ist und die Echsen schlägt und dann auch eine wichtige exische Stadt, die vorher auf den Namen Zarmr oder so ähnlich hörte
und von den Menschen dann Zamora genannt wird. Das ist auch ein Ort, der uns ja, später immer mal wieder begegnen wird. Ja, und dieser Raschstuhl ist tatsächlich nicht nur irgendein alter Mann und ein mächtiger Zauberer, der erste Fake al-Fake der Tulamiden, sondern wie hier quasi als eine Information, die den normalen Aventuriern heute nicht mehr zugänglich ist, hier mitgegeben wird, ist Raschstuhl eine ganz besondere Person. Er ist nämlich ein Auserwählter des unsterblichen Raschstuhl. Und Raschstuhl ist noch so gar nicht richtig in aufgetreten bisher. Ne? Wir alle kennen den Raschstuhlswall. Haben uns vielleicht schon mal über den Namen Gedanken gemacht, haben von dem Giganten Raschstuhl vielleicht schon mal gehört. Das ist ein Unsterblicher, der im ersten Zeitalter sehr mächtig war, aber dann im Kampf um Alvaran keinen Platz machen kann. Und dann ist er so ein bisschen auf der Verliererseite in der nächsten Zeit. Ne? Er möchte nach den Trollen greifen. Da kommt ihm der goldene Gott aber zuvor. Und er schafft es nicht, sich im Kampf um Alvaran zu behaupten. Und seine Macht wird quasi immer kleiner, sodass er seinen letzten Strohhalm mir ergreift und sagt, als die Macht der Echsen zu Ende geht, erschafft er ein einzelnes Wesen in Gestalt eines Menschen, aber eben von besonderer Macht. Das ist eben jener Raschstuhl, der hier die Völker geeint und gegen die Echsen geführt hat. Der Auserwählte und mit ihm, so hofft er, kriegt er eine starke Verbindung, kriegt er ein Volk der Menschen, die sich ihm anschließen. Aber auch der Plan, wie wir auch alle wissen, geht nicht auf, sonst hätten wir heute sicherlich Raschstuhl irgendwo prominenter vertreten. Denn niemand Geringeres als Fex ist es natürlich, dem sowas auffällt. Und der in der Zukunft darauf achten wird, dass, da greifen wir heute noch nicht drauf vor, aber das wird dann kommen, wenn wir uns um Raschstuhls Sohn Bastrabun kümmern, was da genau passiert. Da greift eben Fex ein, sodass wir heute nicht die Raschstuhl-Verehrung sehen oder nur einige obskure Kulte, dass Raschstuhl immer mal wieder in den Tulamidenlanden begegnen können. Also hat er seinen Gesandten nach sich selber benannt? Es ist ja, ich meine, das ist ein Gigant, der hat viel Kraft. Er muss ja nicht der Schlauste gewesen sein, ja. Er war ein bisschen arrogant. Aber ich glaube, die schreibt man unterschiedlich, oder? Ja. Hier schreibt man sie unterschiedlich, aber sie hatten wahrscheinlich beide keine echten Schriftzeichen in der urtulamitischen Fassung, oder da werden die wenn gleich ausgesehen haben. Ja, weil hier ist es einmal Raschstuhl und einmal Raschstuhl, also einmal mit SH und einmal mit SCH. Das ist gleich. Kleines Erkennungsmerkmal für Leser. Das genau. Genau, okay. So, wie geht's denn da weiter? Ja, erstmal ganz erfolgreich für die Menschen. Sie dringen weiter vor, erschließen neue Gebiete, vertreiben auch die Echsenvölker, die Geschuppten aus Gebieten, die die vorher besiedelt haben. Und jetzt dreht sich die ganze Sache so ein bisschen und die Geschuppten, die ja im vorangegangenen Zeitalter das mächtige, das dominierende Volk waren, müssen jetzt ihrerseits ausweichen auf eher entlegene Regionen, abgelegene Inseln, dichte Dschungel und Sümpfe. Und die Menschen werden immer mehr, breiten sich immer weiter aus auf dem Kontinent. Auch das, hier tritt auch wieder ein interessanter Punkt der Geschichtsschreibung ein, nämlich die Verklärung. Nächstmal, ne? Faktisch übernehmen die Tulamiden sehr viele Sachen von den Echsen, auch wenn es ihnen bei einigen Sachen eben fehlt. Sie haben nicht das richtige Wissen, wie man mit Bewässerungsanlagen umgeht, Landstriche trocknen aus, aber sie übernehmen viele Aufzeichnungen, viele Dinge aus dem Bereich der Magie und Architektur, die man dann später eben Raschstuhl zuschreibt, weil es ja irgendwie passt, dass man etwas Exodus übernommen hat. Und sie übernehmen die Götter. Das für uns ja auch jetzt nicht so überraschend ist, aber tatsächlich die etwas schwieriger auszusprechenden Echsengötter Sa, Sind, Satwa, Satnaf, Sa oder Krtonch werden. Bei einigen ist es klar, ne? Zar, Esinde, Satuaria und Satinaf. Das kann man relativ schnell ableiten. Visa ist Visa, der nicht mehr so viel bei den Menschen zu melden hat. Aber Krtonch zu Kor ist schon ein bisschen spezieller, dieser Part. Aber das haben wir auch in ein paar Abenteuern ja zuletzt erlebt, dass da ein Übergang ist. Und tatsächlich sind das dann plötzlich alles Götter, an die Menschen glauben. Und der ganze Echsenanstrich wird so ein bisschen wegpoliert. Jetzt lege ich noch einen drauf kurz, denn wenn wir vorhin schon über Raschstuhl gesprochen haben, also zweimal Raschstuhl haben wir, kommt das dritte Mal Raschstuhl dazu.
Also vielleicht ist so Einfallslosigkeit das Markenkennzeichen von Rastul. Denn jetzt begründet jener Rastul, der genauso heißt wie sein Schöpfer Rastul, auch noch eine neue Stadt und nennt sie nicht etwa Mühlhausen, sondern Rastul. Mit D geschrieben und ja, das kennen wir auch. Also nächste neue Schreibweise. Die Altehrwürdige, damit wirklich eine der ältesten Städte, auch eine der spannendsten Städte, wenn man mich fragt, eine meiner Lieblingsstädte. Ja, auch gut 2000 oder 2000 vor Postmanns Fall, gut 3000 Jahre alt. Alles aus der Rastul-Riege. Ich weiß eigentlich nicht, warum er seinen Sohn nicht auch Rastul genannt hat. Das ist eine offene Frage. Da müssen wir mal einen Leserbrief an die Redaktion schreiben. Mhm. Wobei hier steht drin, dass sie zu seinem Ehren nach ihm benannt wurde. Also es sieht nicht so aus, dass er sie genannt hat. Na gut. Muss man ihm auch zu Ehren halten. Ja, ehren wir ihn mal ein bisschen, ja. Genau. Übrigens Rastul hier mit D und ohne L und ohne C. Kreativ. Ist ja wichtig. Gut, dann was kommt denn nach einem Krieg? Ein Friedensvertrag, 1941, mit den Echsen. Was passiert denn da? Wieso machen die Frieden? Ja, es scheint dann doch, dass das junge Volk der Menschen erstmal sich so weit ausgedehnt hat, wie es das möchte. Und dann setzt erstmal eine Phase der Konsolidierung ein und es werden eben, ja, werden Dinge aufgebaut, auch Siedlungen, Städte werden aufgebaut und man stellt fest, dass man mit den anfänglichen Erzfeinden, den einzigen Sklavenhaltern der Menschen, den Echsen, doch einigermaßen zurechtkommen kann und übernimmt auch weiterhin dann Wissen und Kulturtechniken von ihnen. Hier ist die Rede von Bewässerungsanlagen oder eben auch von der Kunst der Papyrusherstellung, sodass man Dinge aufschreiben kann und damit über Jahrhunderte bewahren kann. Auch die Bienenzucht wird erwähnt. Interessanterweise ist an einem Punkt, da sind die Menschen zögerlicher, und zwar geht es um die besondere Form des Magiewirkens der geschuppten Völker, die Kristallomantie. Und da findet nur sehr vereinzelt eine Übernahme statt. Stattdessen lernen die Menschen ihre eigene Art der Magie zu verbessern und auch weiterzugeben. Und es wird eben auch Rastul zugeschrieben, dass er in seiner Hauptstadt die erste Magierschule, die erste Zauberakademie, den sogenannten Sternenkreis, gegründet hat, um sein Wissen eben an andere Magiebegabte unter den Menschen weiterzugeben. Aber in der Zeit haben wir leider nicht nur gute Stimmung und Frieden gehabt, sondern es kommt auch immer wieder zu Übergriffen. Und so wird Fasar tatsächlich von einigen Skrechim aus dem rebellischen Reich von Zirkor, hatte ich vorher auch noch nicht gehört, angegriffen und in Teilen zerstört. Und Rastul beauftragt also einen Eiselementaristen, das ist ja schon seltsam ist, dass es da unten welche gibt in Thylamidenlanden, sich darum zu kümmern und die Zirkor anzugreifen. Und dieser Eiselementarist, den kennen wir heute noch. Ich glaube, ich habe gerade erst vorgestern ein aktuelles Buch aufgeschlagen, wo man einiges über Tubal-Kain lesen kann. Also brandaktuell, super Thema, passt ganz schön. Die Echsen-Spielhilfe ist gerade erschienen, da können wir mehr über Tubal-Kain erfahren mit einem schicken Abenteuer. Dieser Tubal-Kain ist offenbar alt, wenn er heute noch existiert und schon vor 3000 Jahren gewirkt hat. Und ja, er war sehr mächtig, er beschlägt die Echsen zurück und hält aber deren Schriftsammlungen und schaut sich das in Ruhe an. Rastul ist ganz froh, dass er ihn erstmal ein bisschen los ist, denn Tubal-Kain als Eiselementarist ist eben ja auch sehr gefühlskalt. Und Tubal-Kain beginnt zu forschen, findet alte Berichte über Pyrdakors elementare Manipulationen und entwickelt also ein eigenes Ritual, um die Lebensenergie aus einem ganzen Gebiet abzuziehen, ein Artefakt zu bannen und sich nach und nach zuzuführen, sodass er den Alterungsprozess aufhalten kann, also auch ein Grund, warum er heute noch lebt. Unglücklicherweise wird die ganze Gegend dadurch von einem Eispanzer umgeben. Der braucht einige Zeit, bis er geschmolzen ist. Und übrig bleibt wirklich nur totes Land, was von der Wüste Kom einverleibt wird. Bauwerke verfallen und werden vom Wüstensand begraben, heißt es hier. Wieder so ein schöner Satz, wo ich gleich Ideen für Abenteuer kriege, wenn ich sowas lese. Da muss ich mir das fürs nächste Mal vornehmen. Rastul ist not amused, als er davon erfährt, findet das gar nicht gut und sagt, Tubal-Kain ist ausgestoßen und wer mir seinen Kopf bringt, soll eine hohe Belohnung kriegen. Doch ja, Tubal-Kain, haben wir gerade ausgeführt, ist noch da. Es gelingt ihm, unerkannt in Fasar zu bleiben und Rastul zu überdauern. Mhm. Oh, und dann, auch wenn Rastul sehr alt wird, bleibt er bis zu seinem
Tod 1779, Sheikh al-Sheikh. Sheikh al-Sheikh. Sheikh al-Sheikh. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ja, er stirbt friedlich an Altersschwäche. Und in späteren Zeiten wird aber noch postuliert, er habe sein Alter durch geheimnisvolle elfische Rituale erlangt. Weil sonst wäre ja sein Alter nicht erklärbar. Aber es gibt noch andere Ptolemiden, und zwar die Ben Buresh. Christina, was ist denn da? Genau, das ist eine der wenigen ptolemidischen Sippen, die Rashtul al-Sheikh nicht folgen, da ihnen ein Seher prophezeit hat, dass sie ein anderes Schicksal hätten als die Rashtul-Gläubigen. Es gibt auch eine Sammlung der Niederschriften und Visionen und Prophezeiungen dieses Sehers. Und die bilden die Grundlage der heiligen Rollen der Beni Urech. Und die werden später noch deutlich erweitert durch aber sehr viel ältere mündliche Überlieferungen. Und diese Sippe hat sich ja entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen. Es hat aber schwerwiegende Folgen für sie, weil es kommt zu religiösen Anfeindungen, verbündete Nachbarn wenden sich ab und schließlich gibt es sogar Glaubenskämpfe. Als in einem der Kämpfe der Häuptlingssohn erschlagen wird, verlassen sie schlussendlich ihre Heimat und führen ein nomadisches Leben in verschiedenen kleinen Sippenverbänden und ziehen zuerst durch den Rashtuswal und später auch in südlichere Regionen. Und es wird am Ende fast 2000 Jahre dauern, bis sie eine neue Heimat finden. Allerdings sind dann zu diesem Zeitpunkt die meisten ihrer Sippen nicht mehr existent. Ja, es hört sich jetzt nicht so nach der besten Zeit für die Beni. Wie spricht das aus? Urech. Urech. Okay. Gut, nachdem man hört, dass die Menschen auferstanden sind, kommt es zu einem Aufstand, der in Chishkir. Und zwar, die Menschen hören davon, oh, das ist toll. Sie rotten sich in dem recht jungen Achatsreich zusammen und sie versuchen, ihren Entrücker zu entkommen. Es kommt so überraschend für die Echsen zu einem Aufstand, dass er zunächst erfolgreich ist und erst als ein Hitchins, keine Ahnung, wie spricht man das aus? Ich brauche Hilfe. Sind Priester ein magisches Salamander-Artefakt nutzt, um die Menschen in tiefe Verwirrung zu stürzen, wird die Rebellion niedergeschlagen. Ja, das ist ganz spannend, ne? Dass auch nach 2000 es sehr wohl noch exische Reiche gibt und dort auch immer noch die Menschen unterdrückt und versklavt sind. Dass also nicht auf einen Schlag plötzlich alle exische Herrschaft zerbricht und überall die Menschen sind, sondern das ist eher ein Prozess, der sich über viele Jahrhunderte noch zieht, bis tatsächlich die Echsen immer mehr in die Randgebiete sich zurückziehen müssen und die Menschen mit den meisten gut erreichbaren Gegenden ihre Reiche errichten. Mhm. Und wie es manchmal so ist bei Aufständen, entkommen einige der Aufständischen, die werden nicht wieder eingefangen und die treffen dann später im südlichen Dschungel auf Überlebende des einstigen Kemi-Reiches, von dem wir schon gehört haben, das ja schon im 10. Zeitalter seine erste Blüte hatte. Und von frischem Tatendrang erfüllt, bilden diese zwei Gruppen, also die geflüchteten Sklaven und die Überlebenden, die sich lange im Dschungel versteckt gehalten haben, die gründen das Kemi-Reich oder das neue Kemi-Reich wieder. Diesmal angeführt von einem Priester Borons, Montu dem Ersten. Und was neu ist gegenüber dem ersten Kemi-Reich, dass diesmal tatsächlich eine Verschmelzung stattfindet von weltlicher Herrschergewalt und priesterlicher Macht, sodass, wie es ja bis in die eventuelle Gegenwart der Fall ist, eben im Kemi-Reich das religiöse Oberhaupt zugleich auch das weltliche Oberhaupt die Königin ist oder eben umgekehrt die Königin gleichzeitig auch das Oberhaupt der Kemi-Boron-Kirche ist. Und abgesehen davon bleibt dieses Reich aber erstmal klein und sehr regional und im Dschungel auch gut verborgen vor möglichen Feinden. Mhm. Ja, gut, dann verborgen sind ja auch andere. Genau, dann kommen wir zu den nächsten, die auch gut verborgen sind, teilweise zumindest zu den Zwergen. Also die Bevölkerung von Zorlosch wächst deutlich an und schließlich ist es dann irgendwann an der Zeit, andere Quartiere
zu erschließen und 1989 vor Bosporans Fall wird im Finsterkamm die Binge Dorthomlosh eingeweiht. Und jetzt, wo es keine Drachenangriffe mehr zu befürchten gibt, wagen sich einige Siedler sogar an der Erdoberfläche nahe der Binge anzusiedeln. Und ich würde mal weitermachen, ja, weil jetzt zwei Punkte kommen, die mich an meine alte Abenteuerzeit, also so alt ist sie noch gar nicht, aber doch, ist mittlerweile schon länger her, erinnern. Nicht geschrieben, keine Sorge, nur gespielt und gelesen oder geleitet. Das sind erst einmal die Ork-Heiligtümer im Greifengras. Und damit meine ich nicht die Uraltabenteuer, sondern damit meine ich das Vergessene Volk, heißt es, glaube ich, was bei DSA 3 neu rauskam. Ein sehr, sehr schönes und episches Abenteuer, was viele alte Ork-Stränge aufgreift. Und wo man sich tatsächlich ins Greifengras begibt, weil dort ein mächtiges Praios-Heiligtum ist. Ja, und wie kommt so ein Praios-Heiligtum ins Greifengras? Das passiert eben zu Beginn des Zeitalters. Praios hat so ein bisschen an Einfluss verloren, da ja Pyrdakor gezielt auf seine Leute Jagd gemacht hat. Und jetzt möchte er aber wieder durchgreifen, möchte Brasorak in die Schranken weisen, der ja es auch nicht geschafft hat ins Pantheon. Und sendet deshalb seine Diener aus, um ein Heiligtum Brasorak zu vernichten. Eine große, ausgedehnte Anlage mit dem Namen Tarakwash, die einst vom Alka Brasorak erbaut wurde. Und Praios entsendet also seine Greifen an diesen Ort. Die töten die ganzen Priester und Schamanen der Orks. Und sagen, naja, wir müssen aber auch verhindern, dass die Orks gleich morgen wieder zurückkommen und deswegen bleiben die Greifen einfach hier in diesem Greifengras und der Name kommt dann eben erst mit der Zeit. Die Greifen schützen dieses alte Heiligtum vor der Erstarkung durch Brasorak und sind damit, haben wir eine Praios-Zuflucht irgendwo mitten im Orkland erreicht. Wenn ich von der einen Seite Aventuriens mal auf die andere springen kann, dann würde ich mal einen Blick in die Südsee werfen, denn das ist auch eines der ersten Abenteuer, das ich mir gekauft habe. Ingerims Flund hat ein etwas schräges Setting, ist aber eigentlich ganz launig zu spielen, wenn man sich als Meister ein bisschen Mühe gibt und was ausarbeitet. Und hier ist der Hintergrund dazu. Was passiert denn da? Nämlich ein Geode, Albrix, hat einige Schüler mitgebracht und möchte unbedingt herausfinden, was hat denn eigentlich damals Brandan bei seinem Pakt mit dem Herrn des Erzes zahlen müssen. Und sie hören von einem erloschenen Vulkan inmitten in der Südsee, windumtost von fruchtbarer Erde bedeckt. Damit vereint er fünf Elemente, also alles außer Eis. Was für ein Ort für ein elementares Heiligtum. Sie lassen sich von Luftgeistern dorthin bringen, eine einsame Insel, und beginnen in der Kraterhöhle ein Heiligtum zu errichten. Und als sie fertig sind, starten sie ein Ritual, um Kontakt mit Angrosch selbst aufzunehmen. Das scheitert allerdings. Albrix macht offenbar einen fatalen Fehler und die Zwerge bleiben als untote Kreaturen, die über das versteckte Heiligtum wachen. Und wie gesagt, viele tausend Jahre später kann man in einem alten Abenteuer versuchen, die Geschichte herauszukriegen. Wenn man sich immer schon gewundert hat, was machen die Zwerge da unten oder warum gibt es so ein Abenteuer, das sich mit Zwergen in der Südsee zu tun hat, dann wissen wir jetzt, sie sind auf den Spuren von Brandans Pakt gewesen. Ah, okay. Und weißt du noch, was da passiert ist in dem Abenteuer? Also einmal groß spoilern. Ja, spoilern ist ein altes Abenteuer. Man muss schon, glaube ich, relativ viel investieren. Die Helden sind am Ende des Tages auf der Suche, auch in der Südsee. Ich weiß gar nicht mehr, was der Aufhänger war. Und sie erkunden diesen Schlund und werden dann halt von diesen untoten Zwergen bedrängt, wissen nicht genau, was da los ist. Natürlich kommt es am Ende zum fulminanten Vulkanausbruch. Setting finde ich ganz launig, Umsetzung, da muss man als Spielleiter eigentlich ein bisschen was nachjustieren, aber dann kann das ein schönes Erforschungsabenteuer mit Überlebenskomponente am Ende sein. Mhm. Überleben können auch Goblins und die brauchen nur wenige Jahrzehnte, um ihre Reduzierung ihres Volkes wieder auszugleichen. Und dann strömen sie aus dem Bornland hervor, um sich neue Siedlungsgebiete zu erschließen. Die Orks brauchen etwas länger, gehen aber dafür aggressiver vor und versuchen gezielt ihr Reich zu vergrößern. Aber auch beide Völker stoßen bald auf Menschen, Zwerge und Elfen, die das Land ihnen nicht freiwillig überlassen wollen. So kommt es in den folgenden Jahrhunderten in allen Regionen Nordaventuriens immer wieder zu Scharmützeln, in denen
unterschiedliche Rassen um die Vorherrschaft ringen. Eine andere Rasse, haben wir jetzt schon mal gesagt, die Elfen. Was ist denn bei denen so los, Christina? Ja, unter denen herrscht eigentlich, man kann sagen, eine große Depression. Die meisten sind verbittert und hoffnungslos. Aber es gibt auch ein paar wenige, die sehr positiv in die Zukunft schauen und versuchen, neue Wege zu finden, wie sie weitermachen können, ohne die Welt zu beherrschen. Und als sich einige dieser Elfen in Albernia, Garizien und im Bornland niederlassen, entstehen quasi die Au-Elfen. Und ja, wie schon erwähnt von dir gerade, die Ansiedlung läuft nicht ganz komplikationsfrei. Sie treffen auf Orks. Und vor allem am großen Fluss gibt es einige Auseinandersetzungen. Allerdings gelingt es den Elfen, die Orks zurückzudrängen und einen alten orkischen Kultplatz, das Heiligtum von Tairach in Saljet, zu zerstören und ja, gehen somit siegreich hervor. Eine andere Strömung der Hochelfen ist der Meinung, dass man ja nur noch mit mehr Härte und entschlossener gegen die Feinde vorgehen muss. Dazu gehört auch Ranarie, die Tochter des Sternenträgers Lariel Sturm in den Zweigen. Dieser ist mit einigen Verbündeten in Südaventurien unterwegs und führt eine Art Guerillakrieg gegen Echsen und Trolle. Seine Tochter hingegen versucht, mit einem der wenigen verbliebenen Lichtelfen zu verbünden, um ein neues gemeinsames Hochelfenreich zu begründen. Dieser ist aber überhaupt nicht begeistert von ihrer Idee und bezeichnet sie als hochmütig und uneinsichtig, woraufhin sie etwas, ich würde mal sagen, zickig und überreagiert. Sie vergiftet ihn ganz hinterhältig. Und als Strafe wird Ranarie in eine Trauerweide verwandelt. Und man kann sie im östlichen Weiden immer mal wieder antreffen. Und da lässt sie die Sterblichen an ihrer Trauer teilhaben. Finde ich schon eine sehr poetische Bestrafung irgendwie. Aber was heißt denn, sie lässt sie teilhaben? Wie, wenn man in der Nähe schläft, dann hat man Albträume und will sofort wieder weg? Oder ist dir da was? Das ist dem Spielleiter dann überlassen, wie er das interpretiert. Ah, okay. Wahrscheinlich geht dann so die traurige, melancholische Stimmung im Umfeld auf alle über und sie werden leicht depressiv. Ich würde hier auch an zwei Stellen nochmal kurz den Anker auswerfen, weil wir uns später damit nochmal öfter, bei einem später nochmal kümmern werden. Saljet wird uns noch häufiger begegnen, dann später auch unter anderem Namen. Da referenzieren wir sich ja noch öfter drüber. Also ist schon mal merken, dass das ein besonderer Ort ist, der heute noch viel zu tun hat. Und Lariel Sturm in den Zweigen, der Sternenträger, den man vorher schon, ich weiß nicht, ob wir in der Tishviana-Folge über ihn gesprochen haben, ich bin mir nicht sicher, kann man aber auch in einem relativ aktuellen Abenteuer, nämlich im Rahmen der Sternenträger-Kampagne, auch mal persönlich begegnen. Deswegen, wer Interesse an sowas hat, alles heute noch möglich. Die Sternenträger, wer hat denn das geschrieben? Weiß ich auch nicht genau, es müssen gute Leute gewesen sein. Ja. Dominik Ladek im Lied, kann man nur loben. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal weiter in den Süden, wo es warm ist. Rashtul Al-Shaik ist tot, aber er hat einen Sohn und in jungen Jahren, mit 121 Jahre alt, ist er noch voller Energie und hat noch so viel Tatendrang übrig, dass er jetzt loslegen will. Was will er denn machen? Ja, das ist natürlich schon ein bisschen, ist eine Strafe. Wenn der eigene Vater 300 Jahre alt wird, dann dauert es lange, bis man die Nachfolge antreten kann. Aber so ein bisschen der Prinz mit 120 noch rüstig zu sein und entschlossen. Und unter seiner Führung scheint auch die Zauberkunst nochmal eine weitere Blüte zu erleben unter dem jungen Volk der Menschen. Denn er hat viel von seinem Vater gelernt und verwendet das Wissen an, gibt es auch weiter. Es wird beschrieben, dass er die mondsilberne Rüstung des Kurtak, das ist der Zwerg, der im 10. Zeitalter auf dem Weg in den Süden bei den ptolemäischen Menschen Station gemacht hat und mit ihnen ja, Freundschaft geschlossen hat, dass er diese Rüstung mit weiteren Zaubern belegt und sie unter anderem auch so verzaubert, dass sie Größen angepasst ist. Das heißt, auch ein Mensch kann diese ursprünglich für einen Zwergen gefertigte Rüstung dann problemlos tragen. Und er
trifft weitere Entscheidungen als Anführer. Er verlegt die Hauptstadt der Menschen von Rashtul nach Merved hinüber, was dann für ja auch in späterer Zeit immer wieder Hauptstadt der ptolemäischen Völker bzw. der Novatis dann noch sein wird. Und ja, und dann taucht auch schon der nächste Krieg am Horizont auf. Ja, und das ist wieder einer der Kriege, den wir noch ein paar Mal jetzt hiernach nicht mehr ganz so oft begegnen werden, aber noch begegnen werden, nämlich die Skrechu Enchazagesi schwingt sich zum Herrscher über Yashualai auf und kündigt den Frieden zwischen Menschen und Echsen auf. Und das Besondere an dieser Skrechu ist, dass es nicht irgendwer, sondern wieder eine Reinkarnation des Alvaranias verbotenen Wissens, also den wir aus der heutigen Sicht am besten als Borbarat kennen. Ja, und mit diesem Hintergrund ist uns auch klar, Enchazagesi ist eine Gefahr, ist sehr mächtig und verfügt über erstaunliche magische Fähigkeiten, denen selbst der mächtige Bastrabun nicht viel entgegensetzen kann. Doch er hat Glück, er kriegt einen Verbündeten, einen anderen Skrechu. Das mag erstmal ein bisschen seltsam anmuten, weil so dicke Freunde waren die Ptolemiden und Echsen nicht, aber natürlich ist klar, Alis Sargo, der Ratgeber, der ihm einige Möglichkeiten lehrt, wie man Angriffe der Echsen abwehren kann, ist die zweite Reinkarnation und somit der Alvarinia des verborgenen Wissens, den wir eher als Rohal aus Menschensicht kennen, der eben jetzt mit Bastrabun im Bande zusammen sich gegen den Alvarinia des verbotenen Wissens stellt. Das heißt hier, es gibt natürlich ein großes Misstrauen gegen den Skrechu, ja genau. Es gelingt gemeinsam, die meisten Echsen zurückzuschlagen. Sie erfahren von Alis Sargo das Geheimnis über einen alten Kultplatz, in dem eine Pforte des Grauens von Enchazagesi geöffnet wurde. Bastrabun kann diese Pforte schließen und damit wird die Macht des Alvaranya, des verbotenen Wissens, eingeschränkt. Menschen können Yashualai erobern und große Teile niederbrennen. In einem Kultraum tief unter dem Tempel in Yashualai findet Bastrabun auf dem Hinweis vom Alvaranya, des verborgenen Wissens, einen faustgroßen Edelstein, einen magischen Diamanten, wie er glaubt, den er Drachenei nennt. Und ja, Yashualai wird, wenn ich nicht ganz irre, später zu Kunichum werden. Und das Drachenei wird, wie es ahnen, natürlich für die gleichnamige Akademie stehen. Und ja, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon besprochen, es ist der Karfunkelstein Pyrdakos, den Bastrabun da in der Hand hält, ohne es zu ahnen. Die Menschen gewinnen, haben Yashualai besiegt, doch es reicht ihnen nicht. Sie treiben die Echsen weiter zurück bis zum Loch Harodrol im Westen, in die Mysow-Sümpfe im Süden und im Osten ist es halt die Insel Marustan, wohin die Echsen gebracht werden. Enchazagesi jedoch sieht ein, dass er nicht viel ausrichten kann und zieht sie an einen unbekannten Ort zurück, heißt es hier. Gut, dann werden jetzt die Echsen langsam zurückgedrängt. Und dann haben wir nochmal die Beni Orni, Oroni. Ja, die brechen nach einer Vision ihres Anführers in Richtung Norden auf und besiegen die Echsen von Rusum auf der Elburischen Halbinsel. Als Babur jedoch die Ogerstämme nördlich auch angreifen möchte, weigern sich die abergläubischen Ben Orini, zumindest ein Großteil, weil es heißt, dass das oben der Barun Ula als magische Grenze gilt und das Land jenseits ist verflucht. Und außerdem sind sie ziemlich zufrieden mit den eroberten Ländereien auf der Elburischen Halbinsel. Und wenn man zufrieden ist, warum sollte man noch weiter irgendwie Schlachten schlagen? Nur Babus eigene Sippe und sein Sohn folgen ihm schließlich und am Oberlauf des Flusses auf ein Wesen, das Babu in seinen Visionen gezeigt hatte. Ra Andrat, eine Abgesandte der Göttin Rondra. Unter ihrer Führung greifen die Ogerstämme an und als die Anführerin, die Riesin Mardala, die drohende Niederlage erkennt, flüchtet sie in wilder Panik. Nicht in wilder Panik, ins wilde Palmaris.
und man kennt sie später unter dem Namen Männertod, da sie gezielt Jagd auf Menschenmänner macht, um sie grausam umzubringen. Und dafür soll wohl sein, dass ihr angeblicher Zorn auf den Riesen Adavat sein, der sie verschmäht hat. Ja, die Oger werden vernichtend geschlagen und allerdings findet auch Barbusin tot. Die Sieger unter den Neberat danken Rondra mit ewiger Treue, nennen sich Babur Nebosha und gründen später die Städte Bab-Ar-Ri und Nebachot. Ja, auch da sehen wir ja schon einen großen Zusammenhang aufs heutige Aventurien, Bab-Ar-Ri und Baburin und Nebachot, was mit den Nebachoten zu Perikum wird, sind auch heute noch Städte, wo Rondra sehr in Ehren gehalten wird. Also das ist Ursprung von damals hat sich auch heute eben festgehalten, deswegen hat die Kirche dort auch in der heutigen Zeit noch sehr starke Hochburgen. Was denn das Wort ist bei Rondra? Man könnte meinen, die haben sich da was bei gedacht, als sie das aufgeschrieben haben. Jetzt. Gut, dann kommen wir zu Bastrabun. Was hat er denn so gemacht, Christina? Ja, Bastrabun versucht, die Rückkehr der Echsen ein für alle Mal zu verhindern und beginnt ein enormes magisches Bollwerk zu errichten. Um das bewerkstelligen zu können, vereint er exische Magie, der durch Alice Zagos Hilfe entschlüsseln konnte, und die Zauberkunst seines Vaters. Und er verbindet dabei magische Orte, dass sie quasi eine Grenze bilden, und Asra, das einstige Hras, dient dabei als quasi so eine Art Energiepunkt, was das ganze Bollwerk mit Macht speist. Genau, und wie Raphael schon erwähnt hat, wird auf den Ruinen von Yashualai Unshum gegründet, was später auch der Regierungssitz von Bastrabun wird. Und er gründet dort die Schule der tanzenden Mudramulin, eine magische Lehreinrichtung, die mit Zauberglyphen und komplizierten Bann-, Beherrschungs- und Objektmagie arbeitet, und deren Grundlage sind alte exische Schriften. Und aus dieser Lehreinrichtung wird später die Drachenei-Akademie. Bastrabun gibt sich ab jetzt auch einen neuen Titel und nennt sich Sultan und legt damit den von seinem Vater übernommenen Titel Scheik al-Scheik ab. Und somit wird da die Dynastie der Sultane von Kunshum gegründet. Als das Bollwerk langsam fertiggestellt wird, wird Bastrabun immer schwächer, weil das war alles sehr kräftezehrend. Und auch die Vernichtung der letzten exischen Siedlungen auf dem Festland nördlich der Echsensümpfe kann ihn nicht wiederbeleben und ihm Energie schenken. Und somit stirbt er 1737. Kurtags mondsilberne Rüstung hat er einem seiner Leibwächter vermacht. Und das ist für mehrere Jahrtausende das letzte Mal, dass wir wissen, wo die Rüstung verblieben ist. Genau, und durch Bastrabuns Tod hat Alice Zagos seinen einzigen richtigen Fürsprecher verloren und zieht sich daraufhin zurück, weil er keinen Zwist zwischen den Menschen erzeugen möchte. Oh ja, dann hat er noch so rund 40 Jahre geherrscht, der Sohn, mit 161. Genau. Ist er dann jung gestorben. Weiß man eigentlich, oder gab es da mal ein Abenteuer oder eine Info darüber, warum er jetzt den Scheik al-Scheik abgelegt hat und das Sultanat gegründet hat und sich Sultan genannt hat? Ich weiß es nicht, aber bin auch weit davon entfernt, ein umfassendes Aventurienwissen zu haben. Ja. Ja gut, vielleicht geht es ja jetzt mit der Gründung der ptolemäischen Frühzeit einher. Also er hat ja dann die Verwaltung, ja, war etwas schwierig, weil es ziemlich groß geworden ist, das Reich. Und er teilt es noch vor seinem Tod in 7 Provinzen ein. Und das sind jeweils Stammessultanate. Und ja, wir haben Kunshum, Gadang, Gorien, Oron und Nebashut sowie die Sultanate Talusa und Elim. Und später lässt er in diesen Gebieten auch Städte gründen, von denen aus sie regiert werden und zum Teil den Namen des jeweiligen Sultans tragen. Also
Nebachon wird das spätere Pericum, Elburum, mal einfach, und Elim wird irgendwann später Selim. Und dann gibt es noch das Baris, das später Baburin wird. Und Anschupal, was anscheinend damals Anschupal hieß und heute Anschupal hieß. Ja, man merkt wirklich, wir nähern uns der aventurischen Gegenwart. Ne? Während zu Anfang in den früheren Zeitaltern wir oft ein bisschen rätseln mussten, wo finden wir jetzt Merkmale oder Hinweise, wo wir uns gerade befinden auf dem Kontinent, wo gibt es vielleicht irgendwelche geografischen Formationen, zeigen sich hier die Ptolemidenlande eigentlich schon sehr nah an dem, was wir auch kennen. Also da wird sich dann auch in den nächsten 3000 Jahren gar nicht mehr so viel verändern. Weder an den Namen der Städten noch an dem, ja, an der Struktur des Landes. Da ist vieles, was jetzt unter Bastargun geschaffen wurde, hat eine sehr lange Wirkungsdauer auch nach seinem Tod. Ja, wir haben einen kleinen Punkt ausgelassen, den finde ich nochmal ganz relevant, weil er uns auch später begegnen wird, nämlich die vertriebenen Echsen. Was mit denen ist passiert? Es gibt die noch von Enchar Zagesi erschaffene oder das Grechtu von Marustan, die auf der Insel Marustan, dem heutigen Maraskan, eine neue Stadt in ein verborgenes Tal gründet, nennt sie Akrabal, und den werden wir auch nochmal wieder begegnen, kennt man aus der sieben gezeichneten Kampagne vielleicht noch. Und die Skrechu ist ja auch eine Figur, die heute noch ihre Strippen zieht in Aventurien. Also da haben wir schon auch ein paar Gegner, nicht nur Padona, die uns immer wieder unterkommt, sondern jetzt kommen so langsam Tubakain, hatten wir heute die Skrechu, weitere Gestalten, denen wir über den Weg laufen können heute noch. Gut, dann haben wir jetzt diesen Abschnitt auch durchlebt, sag ich mal. Wie ihr schon sagt, es wird immer spannender und immer näher dem das Ganze. Und nächste Mal beschäftigen wir uns dann mit den frühen Ptolemiden und Magier-Mogule. Und es gibt Riesenaffen. Was? Es gibt Riesenaffen? Kommt auch vor. Ah, okay. Na dann, also Ptolemiden, Magier-Mogule und Riesenaffen. Das wird ein schön, auch ein bisschen längerer Abschnitt nächstes Mal und ein paar tolle Sachen, die da vorkommen. Da können wir uns schon drauf freuen. Ich bin vor allem auf die Riesenaffen gespannt. Wie groß sind Riesenaffen? Oh, es ist echt ein Riesenstall. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht teilen wir den nochmal in zwei Folgen. Das ist möglich, weil es wirklich lang ist. Haben wir noch irgendwas vergessen? Wollt ihr noch irgendwas zu dem ersten Abschnitt im 11. Zeitalter sagen? Dann, ich danke euch drei für die Zeit und die Expertise. Euch da draußen danken wir für eure Zeit. Und wenn ihr noch Wünsche, Fragen, Anregungen habt, könnt ihr uns gerne auf einen der vielen Möglichkeiten erreichen. Und dann wünsche ich euch noch eine Info noch. Wir sind auf Patreon und Steady inzwischen. Falls ihr Lust habt, müsst nicht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, Mahlzeit, Moin und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss auch von mir, macht's gut. Zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal und mögen Ingerims Flammen bis dahin eure Wege erhellen. Und nun sind die Runen geschmiedet.